Start to play. So, das ging ja wirklich rasant schnell. Wie steht der Gegner hier? 10 zu 10, dann hoffen wir mal, dass das klappt. Im Moment läuft es ja wieder ganz ordentlich. Nach ein paar schmerzhaften Niederlagen gab es ja auch ein paar glückliche Siege. Ein bisschen glücklich zumindest. Und jetzt hoffe ich, dass ich wieder einigermaßen in der Spur bin, um wieder die Aufstufung zum 8 anzuschaffen. Aber das dauert noch. So, was spielen wir hier? Gibt ja eigentlich keinen Grund, hier nicht die Ecke zu nehmen. Also nehmen wir die Ecke. So. Ja, habe ich euch schon begrüßt. Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eben zu einer neuen Jupp-Zupp 7-Dan-Partie. Er spielt da tief, okay. Dann würde ich jetzt gerne entweder in die Ecke gehen oder irgendwie hier was spielen. Das hier sowieso. Naja. Na komm, wir spielen den. Durch meine zwei flachen, aber relativ sicheren Stellungen hier in Richtung seines 4-4-Punktes hoffe ich, dass da nicht allzu viel zu holen ist. Klar, er macht jetzt hier einen Shimari, was okay ist, aber jetzt hier spielen, da spielen oder hier. Das ist hier der Punkt, ne? Wir spielen mal den. Mit der Fortsetzung dann, dann lässt sich die Ecke danach noch ein bisschen bearbeiten immer. Wenn er da jetzt gar nichts spielt, dann spiele ich, der sieht ein bisschen schlapp aus. Ganz ehrlich gesagt, auf den spielt er dann aber den Anleger und lebt dann doch relativ schnell in der Ecke, ne? Will ich jetzt hier oder da? Da umbiegen. Runterziehen. Gut, wenn ich irgendwas hier spiele, hat er letztlich aber auch den, den und den wahrscheinlich, ne? Aber egal. Ich nehme da mal die Punkte aus der Ecke weg. Da, wow. Dann kann ich auch hier spielen. Oder sowas vielleicht sogar. Nee, der sieht normal aus. Mit dem Zug kommt er ja eigentlich raus, okay, aber sonst macht er doch nicht viel, dachte ich. Auf den will er jetzt hier schneiden, ja? Also, dann entweder den einen abschneiden oder den hier. Mhm. Wenn ich hier spiele, wieder da, 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 da. Hm. Dann hier. Ich könnte da spielen oder ich könnte hier spielen, ne? Eventuell auch hier umbiegen oder dann spielt er da. Das gefällt mir nicht so gut. Da, 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 hier, Atari, da, da. Kriege ich ihn doch immer noch zuerst gefangen, ne? Wenn ich hier spiele und er spielt raus, spiele ich hier, dann sieht meine Form zwar ein bisschen komisch aus, sollte aber auch okay sein. Na gut, irgendwas muss ich jetzt aber spielen. So, 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 so vielleicht, dann spielt er hier hoch. So, dann biege ich da um. Spiele ich hier, da, ich spiele dann da und dann bindet er doch hier auch noch wieder an, ne? Wir spielen mal den. Ich möchte mich da einfach nicht schneiden lassen. Den kann ich dann hier spielen. Dann hat er auch diverse andere Züge hier in Vorhand. Das sieht schon ein bisschen so, als hätte er mich da
doch etwas untergebuttert. So. So, 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 ist okay. Decken da ist auch okay. Immerhin kann er jetzt da in der Ecke nicht mehr fest, also nicht mehr anlegen. Es hat ihn also auch ein bisschen was an den Spiel gekostet. Auch wenn ich hier jetzt doch sehr, sehr flach geworden bin. Naja. Geflundert hat er mich. Yoyomi now starts. Geht der? Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Da ich hier einen Stein stehen habe, glaube ich nicht, dass er da jetzt rausstrecken kann. Aber er versucht da jetzt irgendwie was hinzubasteln. Ne? Ich kenne sie doch. Ich kenne sie doch, die alten Pappenheimer. Wahrscheinlich sogar von außen spielen sollen hier. Hab ich aber nun mal nicht. Ich habe das Gefühl, er spielt einige Overplays und kommt wahrscheinlich auch mit ein paar einigen, zwei Dritteln vielleicht davon, sogar halbwegs durch. So, und jetzt will er halt hier, ne? Das ist mir jetzt mal egal. Wenn ich da spiele, dann hat er mit der Gruppe ja auch wieder keinerlei Augen. Dann hat er hier eine Gruppe und da ist er ja auch noch nicht angebunden. Also das wirkt alles doch viel zu unsolide, was er hier macht. Oder? Jetzt spielt er da, dann kann ich aber doch hier spielen, ne? Ja, mach du mal. Nine, eight, seven, six, five. Four, three, two, one. Okay, jetzt ist er da oben irgendwie doch verbunden. Weiß nicht, ob man es stark nennen kann, aber... Oh, Leute, lass mich doch in Ruhe hier mit deinem Zeugs da. So, 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 so fange ich ihn, ne? So, 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 dann bin ich da hier um, ich decke da. Naja, so, so, so. Ne, so. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Hier spielt, ziehe ich hier zur Seite. Dann kann er vielleicht einen fangen, aber dann gebe ich ja dieses Atari und das reicht nicht für zwei Augen. Eventuell hier schneiden, ich weiß es nicht. Semi-Ei mit denen hier machen. Das ist alles so. So overplayig, was er hier macht. Warum spielt er jetzt erstmal den? Okay. Will er die Gruppe jetzt angreifen? Nein.
Nein, sagt er. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schauen wir mal, ob er sich jetzt den hier traut. Ist vielleicht genau die Chance, auf die er gewartet hat, ne? Da irgendwie noch den nächsten verrückten Kampf anzufangen. Ach, Mann. Da wollte ich doch nur eine ganz brave Partie spielen. Warum gelingt mir das denn nie? Warum gelingt mir das denn nie? 9, 8. So. Da komme ich zu nichts, ne? Also so. So jetzt dieses Co. spielen. Ist das hier eine Co-Drohung dafür? Ja, ne? Sonst noch irgendwie was? Was man halbwegs als Co-Drohung werten könnte? Oder schlage ich dann einfach da durch und gut ist, selbst wenn er da alles bekommt. Ich kann danach dann ja irgendwie hier decken und die auch noch mitnehmen. Wir spielen das mal so. Wenn er jetzt deckt, ich spiele da, dann wird es ein Hirnsemi ein, ne? Ja, da hat er doch nicht genug Freiheiten für. Das kann er mir doch nicht erzählen, überhaupt hier die Formschwächen. Vielleicht jetzt wieder in Kombination mit den Schwächen, die ich hier habe. Ne? So. Jetzt hat er doch kein Auge. Ja, er könnte sich da eins machen. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aber ich habe ja auch eins. Also wird das hier vielleicht am Ende ein Seki? Man weiß es nicht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nine, eight, seven, six, five, four, three. 2, 1. 2 Yoyomis left. Da. Da. 9, 8, 7, 6. Ist das für mich? 4, 3, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 9.
Da. Kommt er doch nicht raus. Das ist doch Quatsch, was er hier macht, oder? Okay, ich will das so machen. Aber das ist ja kein Center, ne? Also da kann er nicht spielen, weil ich dann hier spiele. Und wenn er hier spielt, fange ich die. Gut. So weit, so gut. Muss ich da jetzt nochmal spielen? Wenn er da spielt. Ich spiele hier, er spielt da. Ich da spiele, er spielt hier. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ach, ich weiß es doch nicht. Ich spiele einfach nochmal, dann habe ich die wenigstens gefangen. So, jetzt spiele ich hier. Er spielt da, ich spiele hier, er spielt da, ich spiele hier, ist Atari, ne? Da, da. Ich habe noch zwei Freiheiten, kann ihn auf Atari setzen. So, das reicht. Und er gibt auch auf, wow. 5, 10, 14, 15, also 30 Punkte, 40 Punkte. Fast 50 Punkte hier und nochmal 15 hier und 5 da, also 70 Punkte für mich. Ja, die kriegt er wahrscheinlich nicht mehr, selbst wenn er jetzt irgendwie hier dem Atari und dem Zug hier vielleicht 10, 20, 30 Punkte macht, dann hat er hier vielleicht nochmal 25 oder so und da ein bisschen, naja, und Komi. Aber das würde ja bedeuten, er kriegt hier wirklich alle Züge und behält auch das ganze Gebiet. Und ich mache zum Beispiel durch eine Eckinvasion nicht nochmal selber ein paar Punkte zusätzlich. Ja, es reicht. Aber es ist vielleicht weniger klar, als ich dachte. Er hätte hier, denke ich, einfach auf meine Codierung mal antworten sollen. Gucken wir mal kurz an. Wie das dann ausgesehen hätte, wenn er jetzt hier antwortet. Ich schlage zurück und muss dann wahrscheinlich jede Codierung ignorieren, die er so hat. Das könnten ja durchaus interessante Codierungen sein, ne? Obwohl, ja, so richtig interessant hat er nicht. Vielleicht das hier als größte, ne? Dann haue ich halt hier einfach raus. Der spielt da. Und fertig. Dann kann ich hier in der Ecke sogar noch leben. Gut, er hat hier einiges dann vielleicht zurückbekommen und ist hier nicht so direkt getrennt worden. Allerdings machen diese Steine jetzt auch wenig Sinn hier. Ne? Haben ja auch nicht wirklich Augenform. Ein Gebiet. Ja, ich denke auch, das wäre gut für Schwarz. Ja, ich bin wirklich mal gespannt auf die KI-Analyse. Also hier lief das, glaube ich, erst nicht so ganz optimal, aber... Ich hatte schon relativ früh den Eindruck, dass er es irgendwie immer so ein bisschen übertreibt. Er ist zumindest auf der Grenze spazieren gegangen zwischen vernünftigen und unvernünftigen Druckvollspielen. Das ist mein Eindruck. Mal schauen, was jetzt die KI-Analyse dazu sagt. Ansonsten lief es eigentlich ganz okay für mich. Von denen her ein bisschen komisch, aber vielleicht hat das ja als Vorbereitung für diesen Zug hier doch so seine Berechtigung gehabt. Hab mir hier überlegt, ob ich den da als Antwort drauf spiele. Und dann spielt er halt hier. Und dann wäre es ja das Gleiche, als hätte ich hier umgebogen und er ein Kreuzchen gespielt. Also wenn ich jetzt hier spiele, gibt er dann das Atari. Ich schlage raus oder decke hier. Wahrscheinlich schlage ich raus und er nimmt den Stein in der Ecke mit. Und das wäre doch ein bisschen unangenehm gewesen. Deswegen wollte ich das nicht. Also auch so. Wenn ich jetzt den Eckstein fange, dann kann er halt hier den Stein abtrennen und auch das ist unangenehm. Darum habe ich den hier gespielt und auf den zum Beispiel wollte ich das hier so spielen. So, so. Jetzt kann er ja immer noch nicht da decken, weil ich dann hier schneiden kann und diese Steine sind eher weg. Und wenn er hier oben spielt, ja, kommt er hier trotz dieses Schnittes auch nicht dazu, irgendwie diese Steine abzuschneiden. Er kann dann eventuell hier oben verbinden oder zumachen. Weil ich da ja dann nicht mehr so gut rauskomme, weil sonst kann er dann doch wieder hier den spielen. Aber jetzt nach dieser Aktion
Da hat er halt hier dann doch so diverse Züge gehabt. Ich glaube, gespielt hat er dann ja den, den, so, und jetzt hat er alles Mögliche als Voranzüge. Den, Decken natürlich den und auch den. Und hat es erstmal so stehen lassen. Das war dann auch wieder ganz okay. Das ist jetzt die sinnvollste Möglichkeit ist, man weiß es nicht. Ja, jetzt hier direkt durchgeht nicht. Aber wenn er irgendwo hier Steine stehen hat, dann geht das eventuell doch. Ne? Das war dann jetzt die Idee dahinter, dass er jetzt hier anlegt und dann da anlegt und solche Sachen macht. Aber es wirkt eben, wie gesagt, alles ein bisschen too much. Weil ich habe da ja auch ein bisschen Augenform zumindest, oder dem und dem hier. Komme ich da schon irgendwie klar. Hier auch ein Zug, wenn er mir den nicht gönnen will, müsste er hier rausziehen, dann kann ich den spielen, dann muss er da spielen. Dann schneide ich ihm seine ganze Gruppe ab und ich habe ja selber genug Freiheiten. Problem ist, dass es eventuell so ein bisschen Möglichkeiten gibt, das so miteinander zu verknüpfen, hier das Loch da zu decken, irgendwie mit Druck auf diese zwei Steine, aber so richtig dachte ich, klappt das alles nicht. Aber man merkt es schon, er ist so. Also ich als alter Trapper und Fallensteller habe gemerkt, dass er auch einer ist, sagen wir es mal so. ja, aber das war jetzt dann doch einfach gut für mich. Wahrscheinlich wird das hier ein Seki. Ich bin hier aber durch, diese zwei Steine sehen völlig blöd aus. Und wenn ich da ein Center-Seki hinbekäme, dann wäre, glaube ich, alles okay. Ich bin froh, wieder gewonnen zu haben. Das ist natürlich immer ein etwas besseres Gefühl. Aber ich habe auch den Eindruck, da war einiges an Verbesserungsbedarf. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Kennt ihr ja Abos, falls noch nicht längst geschehen. Freuen mich natürlich enorm und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, jetzt noch die Dia-Show. Ja, da die Partie recht kurz war, schauen wir uns doch vielleicht mal also die Analyse live an. Nicht nur als Dia-Show. Bis hierhin war eigentlich alles so einigermaßen okay. Ich glaube, es waren ja 7,5 Komi. Darum ja chinesische Regeln. Darum führt Weiß zu diesem Zeitpunkt immer noch mit 0,6 Punkten. Obwohl ja Schwarz, denke ich, keine Fehler gemacht hat. Der Zug hier war auch kein Fehler. KI würde da lieber hochspielen. Wahrscheinlich, um dann R14 zu einem wichtigeren Punkt zu machen. So, mein Zug war wieder korrekt. Super, ich habe das inzwischen echt drauf hier. Oh, der war richtig. So, der war gar nicht so verkehrt. Das wunderte mich schon ein bisschen. Aber was hätte ich stattdessen gespielt? Wahrscheinlich C16, aber ja, vielleicht auch irgendwas rechts oben. Und KI will oft solche Sachen einfach mal abgetauscht haben. Letztlich aber egal. Jetzt ist dann doch der Punkt hier wichtiger als der hier. Ja, und der hier hätte natürlich den Vorteil gehabt, dass dieses Anlegen und Kreuzschnitt und ähnliches Gedöns nicht so einfach funktioniert wie nach meinem Zug. Sein Zug hier, um das vorzubereiten, war allerdings auch nicht so toll. Und inzwischen führe ich sogar. Ja, bis jetzt also wirklich keinen groben Fehler gemacht. Der Anlegezug war auch ein bisschen übertrieben. Wie gesagt, da gibt die KI mir schon weitestgehend recht, dass Weiß es immer so ein bisschen jenseits der ehrlichen Züge gespielt hat. Aber halt nicht viel. So, jetzt habe ich aber irgendwie dann doch nicht hier oder hier gespielt, was ich hätte machen sollen. Dann wäre halt hier irgendwie was rausgekommen, wo er untenrum verbinden kann. Aber auch wenn er jetzt hier deckt oder hier verbindet, sagen wir mal, er deckt hier, dann kann ich ihn irgendwie hier trennen und auf diesen Schnitt brauche ich ja gar nicht so sehr zu achten, weil ich da ja jederzeit der Atari geben könnte. Jetzt ist allerdings sowas hier vielleicht noch besser, weil er sowieso noch Schwierigkeiten hat, meine Gruppe da wegzufangen. Und wenn ich ihn hier abtrenne komplett, ist das wahrscheinlich groß und gut genug und wahrscheinlich auch Sente. Gucken wir mal, was hier die KI als Variante angibt. So, so,
So. Und dann da sogar, genau. Dann da. Aber jetzt kann er hier mit dem Auge leben. Nur ich kriege halt alle Züge hier in Vorhand und dann hier ein schönes großes Mojo und stehe mit 6,5 Punkten besser etwas also. Ja, sowas ist immer schwer einzuschätzen. Erstens muss man es genau durchrechnen, was da funktioniert. Und dann ist die Bewertung oft auch nicht so ganz so einfach. Also da habe ich irgendwie ein bisschen mich rumschubsen lassen. Aber ich dachte ja, das funktioniert halt nicht wirklich für ihn. Und letztlich bin ich da verbunden und die Partie ist okay. Das stimmt ja auch soweit. So, jetzt das halt wieder verkehrt. Der ist besser. Aber weil er dann hier keinen weiteren Zug mehr kriegt, ne? Das in der Ecke hier, das mit dem Auge ist vielleicht gar nicht so wichtig. Na, sei es drum. So, das Anlegen war auch wieder nix. Und das Anlegen hier war auch nix. Ich hätte jetzt aber auch dann wieder einfach hier spielen können sollen. Das hatte ich in der Partie mir auch überlegt, weil wenn er das jetzt so umspielt, dann ja, kann ich hier durchschieben und der eine Stein sieht doch sehr verloren aus und ich werde dann wahrscheinlich sowas hier spielen. Ja, da wüsste ich jetzt auch wieder nicht, ob ich das weiterspielen soll oder nicht. Das war dann auch wieder irgendwie schwer zu bewerten. Deswegen habe ich den gespielt, aber das ist dann jetzt schon wieder ein Erfolg für ihn. Ne, seine übertriebenen Züge hier so halb funktionieren halt immer oder ein paar von denen. Und dann ist er wieder voll im Spiel. Jetzt steht er sogar gerade etwas besser. Ja, dann auch wieder hier der Anleger. Ja, sei es drum. Da hätte ich dann hier oben spielen sollen. So, und das war jetzt die erste Stelle, wo ich, gut abgesehen hiervon, dass man das taktisch hätte doch deutlich besser spielen können, wo ich hoffe, was gelernt zu haben, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Zug, jetzt können wir ein bisschen weiter rechnen lassen noch. Ich glaube nämlich, dieser Zug hier war hinterher einer der Favoriten der KI. Da kann er eben auch nicht hier durch, weil ich dann ja hier blocken kann und verbunden bin. Und letztlich kann ich da anbinden und der Stein hier sieht doch deutlich schwächer aus noch wieder, als wenn ich nur auf dieser Seite blocke. Gut. Dann der nächste Fehler von mir. Ich weiß gar nicht warum. KI findet das hier einfach besser. Dann dachte ich, dann opfert er die vielleicht einfach so. Aber das wäre wohl groß genug gewesen. So, dann hat er jetzt aber hier mit dem Decken auch ein bisschen wieder zu hart gespielt und mich wieder gut in die Partie gelassen. Ne? So, dann das Rausziehen da. Jetzt fange ich ihm da die Steine weg. Der Piep war auch nichts und hier hätte ich tatsächlich erstmal hier hochspielen sollen. Tja. Einfach, wenn er da nicht verbinden kann, dann sieht diese Gruppe hier doch sehr schwach aus. Aber was passiert denn, wenn ich den nicht irgendwann dann doch decke? Also so. Ja, wenn er jetzt hier schneidet und ich da schlagen muss, kann er dann nicht irgendwie schon sowas spielen? Also da hätte ich dann doch ein bisschen Respekt vorgehabt. Kann ich als Weißer hier schneiden? Das Atari ist vielleicht unangenehm. Aber da hätte ich doch jetzt echte Sorgen gehabt. Irgendwie. Gut, der Zug hier ist. Das wäre mir schon wieder alles viel zu kompliziert gewesen. Darum habe ich jetzt hier erstmal ein Auge vorbereitet. Aber er verbindet da dann oben. Und die Partie ist nach wie vor knapp eigentlich. Also zwischendurch stand er mal bisschen besser, klar besser, fast 5 Punkte so, weil ich da irgendwie nie hart genug dagegen gehalten habe. So, jetzt das Einlegen hier war aber okay. Und er hätte von außen, glaube ich, Atari geben sollen, ne? Obwohl es beides funktioniert oder okay ist. Und jetzt kommen wir langsam zu der entscheidenden Stelle. Und da muss ich sagen, hat die KI mich mal wieder sehr traurig gemacht. Hier das mit dem Ko war erstmal ganz prima für mich. Auch die Kodung, er musste halt hier blocken. Das habe ich ja auch richtig gesehen. So. Er hat aber nicht geblockt.
Was wäre eigentlich dann für die KI dann die beste Fortsetzung gewesen? Ich schlage hier, er droht wahrscheinlich doch eher hier. Ne? Ich glaube, eben in der Analyse habe ich diese Codierung hier vorgeschlagen. Wahrscheinlich ist so ein Zug hier doch besser. Nee, tatsächlich hier. Warum ist das so viel schlechter? Weil ich dann antworte. Na, ich schlage auch hier raus. Ob ich dann diese Gruppe töten kann. Aber das kostet hier ja dann eventuell auch einiges, ne? Also, so klar hätte ich es nicht gefunden und so klar ist die Partie jetzt auch gar nicht. Gut, wenn er da spielt, dann sind so 6,5, 7 Punkte für mich vielleicht. Aber wenn er nur ja, hier spielt und ich dann da schlage und der hier durchzieht, dann ist die Partie mit nur 2 Punkten für Schwarz doch noch reichlich knapp. Ja, aber das war noch nicht das, was mich traurig gemacht hat. Das kam jetzt wenig später. Ich ziehe hier also durch. Er spielt das alles andere als optimal. Ist mit meiner Stimme los. So, ich spiele das eine Zeit lang jetzt hier sehr gut. Zumindest deutlich besser als er. Und spiele dann auch da richtig. Und er spielt dann den hier und ich... Ja. Gehe erstmal hier rein und mache sein Auge da halt ein bisschen kleiner. Also jetzt hat er da auch ein Auge gegen ein Auge. Ja, also in solchen Semi-Eis mit gemeinsamen Freiheiten ist ja erstmal der im Vorteil, der ein Auge hat. Also gewinnt dann oft ein Auge gegen kein Auge. Deswegen hat er jetzt hier ein Auge gemacht. Damit, wenn ich ein Auge habe, müsste er ja auf jeden Fall diese Freiheiten wegnehmen und ich könnte mich in Ruhe von außen annähern. Während wenn wir jetzt beide ein Auge haben, dann wird es eventuell ein Seki oder derjenige, der fangen will, muss halt auch die Innenfreiheiten alleine besetzen. Muss da also die ganze Arbeit machen. Und ich habe da jetzt irgendwie, nachdem ich nicht ein Auge gegen kein Auge hinbekommen habe, sondern es jetzt ein Auge gegen ein Auge ist, mich einfach nur aufs Freiheitenzählen versteift. Aber die zweite wichtige Regel ist großes Auge gegen kleines Auge. Und die hätte ich hier ganz banal nutzen können, indem ich hier gespielt hätte. So kann er nicht spielen, weil ich dann lebe mit der Gruppe. Und wenn er so spielt, so und so, dann habe ich hier ein Auge, was aber ein bisschen größer ist als seins. Sprich, wenn ich jetzt, ich kann sogar Tenuki spielen, wenn er mir dann eine Freiheit wegnimmt, ich ihm eine Freiheit wegnehme, er mich jetzt hier weiter Freiheiten wegnehmen wollen würde, dann nehme ich einfach von außen weiter weg. Jetzt kann er hier ja nicht spielen, weil es selbst Atari ist, sondern er könnte hier spielen. Und ich kann jetzt im Moment nicht hier spielen, aber sobald ich dann dieses größere Auge einmal rausnehme, wenn es 3 Freiheiten mindestens gibt, bei 2 könnte er wieder reinspielen und ich könnte immer, dann wäre es halt ein Seki, ich könnte immer noch nicht hier spielen. Aber jetzt habe ich ja 3 Steine geschlagen und habe nach dem Reinsetzen von ihm wieder 2 Freiheiten im Auge. Könnte dann also hier das Ding da rausnehmen und das eben ganz einfach gewinnen. Und ich brauche im Prinzip auch diese Freiheit am Anfang noch nicht besetzen. Also wenn ich da irgendwie einmal gespielt habe, er braucht dann nicht spielen, weil es ihm nichts bringt. Ja, aber er könnte jetzt auch nicht groß hier spielen, weil im Prinzip brauche ich gar nichts mehr machen. Ich kann dann halt Tenuki spielen. Weil er kann ja im Prinzip nichts erreichen. Er könnte hier eine Freiheit wegnehmen. Könnte mir danach vielleicht noch eine wegnehmen. Also ich kann nochmal Tenuki spielen. Wenn er mir die wegnimmt, dann schlage ich, dann spielt er rein und dann nehme ich ihm hier die eine letzte Außenfreiheit, die er hat, noch weg und gewinne auch immer noch das Semi-Ei. Also einfach ein großes Auge machen, hätte mir die Partie ganz banal gewonnen. Ich war halt irgendwie zu fixiert aufs Freiheiten zählen oder was auch immer. Und da ärgere ich mich echt drüber, dass ich so ein, ja, es ist nicht Anfängerkram, aber so ein simples Prinzip da gerade ich auf dem Schirm hatte. Also das hat mein Ego doch ziemlich zerstört. Ja, trotzdem, also selbst wenn das jetzt irgendwie hier, ich weiß gar nicht, wenn er da zuerst spielt, wenn das dann noch ein Seki würde oder ähnliches, weiß gar nicht, was es wird. KI sagt jetzt hier raus, aber nehmen wir mal, ich spiele da. Dann da. So, jetzt ist es halt kein großes Auge, weil ich kann da nur 2 rausschlagen. Jetzt ist das hier, glaube ich, ein Seki. Ja, das ist ein Seki.
Die zwei Innenfreiheiten, um ihn zu fangen, müsste ich ja wegnehmen. Und da hat er genug Zeit, die eine Außenfreiheit, die ich noch habe, mir wegzunehmen. Und selbst wenn ich da schlage, kann er wieder reinspielen. Und ich habe innen nur eine Freiheit, also in dem Auge. Das heißt, so wäre es ein Sieg geworden. Und ja, Schwarz steht aber trotzdem dann wohl noch besser. Glück gehabt. Aber ärgerlich ist es trotzdem. Ja, ich hoffe, die Analyse hat euch gefallen und hilft euch vielleicht auch weiter, dass ihr solche Dummheiten nicht macht. Wahrscheinlich macht ihr die eh schon längst nicht mehr, ne? Habe ich früher eigentlich auch nicht, aber gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.